Stadterneuerung von Brandenburg. Was halten Sie davon? Na wunderbar, ist doch ganz prima. Was Besseres hätte der Stadt Brandenburg eigentlich nicht passieren können. Es ist viel zu spät, die Stadterneuerung. Bei dem Verkehr, der sich jetzt abspielt, ist es mit Schwierigkeiten verbunden. Na, könnte besser werden. Nicht nur, dass ein Haus gebaut wird, sondern mehrere Häuser. Was in 40 Jahren jetzt nicht gemacht wurde, was versenkt wurde, das kann jetzt nur mit einmal nicht alles so schnell gehen. Naja, was nützen uns das? Wenn wir keine Aufträge kriegen, wir leben da ganz im Ungewissen. Brandenburg, seit Jahrhunderten an der Havel gelegen, wacht auf zu neuem Leben. Über 40 Jahre Starre beginnen sich zu lösen. Für die Menschen hier bedeutet das einen tiefen Einschnitt in ihr Leben. Viele Fragen stellen sich. Habe ich morgen noch Arbeit? Kann ich meine Miete bezahlen? Bleibt der Standort Stahlwerk erhalten? Was passiert mit den anderen Betrieben? Solche schwierigen Fragen bewegen natürlich auch die Stadtverwaltung. Zur Problematik der Stadterneuerung äußert sich der Oberbürgermeister der Stadt, Dr. Helmut Schliesing. Wie können wir die Stadt so gestalten, dass die Menschen, die heute hier leben und auch in Zukunft leben werden, sich in dieser Stadt wohlfühlen? Wie soll diese Rekonstruktion laufen? Es bedarf großer planerischer Vorarbeiten, denn man kann nicht einfach Geld nehmen, in ein Haus hineingeben und das instand setzen, sondern es soll ja dann insgesamt ein stimmiges Ensemble werden. Und das Sanierungsgebiet in Brandenburg umfasst ja drei Teile der Stadt, Altstadt, Neustadt und Dominsel. Und es umfasst insgesamt ungefähr 90 Hektar. Das heißt, es ist ein großes Gebiet und trotz aller Erfahrungen, die an anderen Orten gemacht wurden, muss man doch hier immer wieder neu beginnen, denn jeder Ort, jede Stadt hat ihre Spezifik. Und es ist eine Stadt, eine mittelalterliche Stadt, die über Jahrhunderte gewachsen ist und dann dieser entsetzliche Verfallsprozess innerhalb weniger Jahre und Jahrzehnte. Und nun gehen wir daran, diese Stadt wieder aufzubauen. Und dabei gibt es viele Dinge zu berücksichtigen. Die Stadt hat sich geändert, die Menschen haben andere Lebensvorstellungen und nur wenn wir einmal die Verkehrssituation sehen, gibt es erhebliche Probleme. Denn in einer mittelalterlichen Stadt gab es Fußgänger, Reiter und Pferdefuhrwerke, aber keine Autos und schon gar nicht in dieser Zahl, wie wir sie heute haben. Der Neustädter Markt war einst lebendiger Mittelpunkt der Stadt. Rathaus und Kurfürstenhaus und viele andere Gebäude wurden in den letzten Kriegstagen zerstört. Heute ist er nur noch Verkehrskreuz und Parkplatz. Nach der Stadtplanung sollen hier zukünftig Läden, Passagen, Büros und Wohnungen entstehen. Von den beiden Bauministerien der BRD und DDR wurden noch zur Jahreswende 1989/90 beschlossen, in 5 Städten der DDR beispielhaft die Rettung der historischen Altstädte in Angriff zu nehmen. In Brandenburg ist Diplom-Ingenieur Klaus-Peter Kloss einer von denen, die diesen Prozess entscheidend mit vorantreiben. Stadterneuerungsmaßnahmen sind
Maßnahmen, die Querschnittsaufgaben beinhalten. Es sind dort nicht nur Häuser instand zu setzen, sondern es sind vielfältigste Arbeiten miteinander zu koordinieren. Es muss neues Leben in die alten Städte hineinkommen. Deswegen gab es auch und gibt es in der alten Bundesrepublik spezialisierte Gesellschaften, die solche Maßnahmen koordinieren. Und im Konzept der 5 Modellstädte war vorgesehen, dieses spezielle Fachwissen auch in diesen Städten zu etablieren. Deshalb werden diese 5 Modellstädte jeweils von einer treuhänderisch tätigen Sanierungsträgergesellschaft betreut. Hier in Brandenburg sind wir es, die GSW, Gesellschaft für Stadterneuerung. Wir konzipieren dies aber sehr intensiv mit Fachkräften hier aus der Stadt und der Umgebung. Und die gesamten Planungsleistungen werden auch nach einem Tandemprinzip, so haben wir es genannt, vergeben. Das sind Bürogemeinschaften, die sich immer jeweils zusammensetzen aus Fachleuten und Fachpersonen, die aus West-Berlin bzw. aus den alten Bundesländern kommen, mit Fachleuten aus den neuen Bundesländern. Und diese Bürogemeinschaften können an den Projekten voneinander lernen. Ich denke, dass die Sanierung einer Stadt wie Brandenburg-Havel eine große kulturelle Aufgabe darstellt. Bei der Sanierung wird ganz sicher darauf geachtet werden müssen, dass die historische Bausubstanz im größtmöglichen Umfang erhalten bleibt. Dabei werden die zuständigen Verwaltungsorgane, die GSW, aber eben auch der einzelne Bürger, der in der Stadt lebt, der in den Häusern wohnt, bei dieser Aufgabe mithelfen müssen. Wir sind natürlich angehalten, unsere kulturhistorischen Bauten bei dieser Sanierung nicht zu vergessen. Die Kirchen, der Dom, aber in ganz besonderer Weise sicher auch so ein Bauwerk wie das St. Pauli-Kloster, das in den letzten Kriegstagen zerstört wurde und seitdem dem Verfall preisgegeben wurde. Die spätere Nutzung ist bei der Sanierung so große Ensemble von immenser Bedeutung. Es liegt nahe, dass hier das zukünftige Kultur- und Kongresszentrum der Stadt entstehen könnte. Maurer und Zimmerleute beenden den Dornröschenschlaf der alten Gemäuer. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass bei dieser Aufgabe eben nicht nur die sogenannten amtlichen Stellen oder die Stellen, die sich direkt mit dem Bau befassen, angesprochen sind, sondern wirklich jeder Bürger. Denn die Menschen sollen in dieser so sanierten Stadt leben und sie sollen sich in dieser Stadt wohlfühlen. Kultur und Stadterneuerung sind nicht trennbar, wie Kulturdezernent Bertram Schönwälder richtig feststellt. Und ohne die ideenreiche Mitwirkung der Bewohner der Stadt wird es kaum gelingen, die Stadt wieder mit Leben zu erfüllen. In der ehemaligen Havelmühle am Mühlendamm können Bewohner und Planer zusammenfinden. Ein Sanierungskonzept der Mühle liegt direkt noch nicht vor. Meine Vorstellungen sind, dass wir das alte Wasserrad wieder erneuern, die Transmission, die im Erdgeschoss steht, auch wieder erneuern und die eventuell hinten an der Unterhavel einen Kaffee eröffnen. Tatkräftig wird der Müllermeister Franz Heidrich weiter die Spuren seines zwangsweise halbstaatlich geführten Betriebes beseitigen. Bis 1960 hatte er die Wassermühle in dritter Generation betrieben. Bilder aus seiner interessanten Familienchronik geben uns Aufschluss dazu. Im Frühjahr des Jahres ist Herr Kloss von der GSW an mich herangetreten, ob ich die Räume in der Mühle für die Ausstellung brandneu zur Verfügung stellen würde, habe ich sofort mit Ja geantwortet. Und er sagte dann, wir könnten dann eine Vereinbarung abschließen, wo Sie dann als freier Mitarbeiter tätig sind. Habe die Stelle sehr gerne angenommen und möchte noch ergänzen, dass bis zum gestrigen Tage 5.900 Zuschauer in der Ausstellung hier waren und dass 80% der Zuschauer aus Westdeutschland bzw. aus West-Berlin kommen
und 20% nur die Brandenburger, die Brandenburger hier sich die Ausstellung angucken. Wer sich jetzt in der Mühle umsieht, glaubt den Zukunftsträumen des Müllers. Nicht nur die Ausstellung ist ein Magnet für wissensdurstige Stadterneuerer. In der Mühle ist eine Versammlungs- und Begegnungsstätte für alle Brandenburger entstanden. Der Verfall der historischen Altstädte ließ es aber nicht zu, zunächst erstmal den Planungsablauf voranschreiten zu lassen, sondern wir mussten gleichzeitig parallel zu den Planungsschritten erste Sicherungsmaßnahmen durchführen. Beispielsweise waren die 3000 Gebäude, die sich im mittelalterlichen Stadtkern Brandenburgs befinden, über die Hälfte dieser Gebäude mussten zunächst erstmal provisorisch gesichert werden. Der Bereich der Stadttechnik, also die gesamte Ver- und Entsorgung der Häuser, war sehr desolat. Deswegen mussten wir die Frischwasserversorgung verbessern und auch die Entwässerungssituation gleichzügig in Ordnung bringen. Dies alles muss so koordiniert werden, dass auch die Bürger in diesen Prozess eingebunden sind. Die Ausstellung Brandneu ist deshalb so interessant und lehrreich, weil sie das alte Brandenburg ebenso wie dessen Verfall und die neue Planung zeigt. Sachzeugen wie diese geschundene barocke Haustür aus der Fischerstraße stehen für die Stadtgeschichte der letzten 50 Jahre. Es lässt sich nur schwer erahnen, wie viel Mühen noch nötig sind, bis Bewohner durch die Haustür in das Haus Fischerstraße 17 eintreten können. Ich denke, es war gut, hier vor allen Dingen in die Planung dieses ganzen Projektes sehr viel zu investieren, um dann aufbauend auf dieser Planung die Instandsetzung, die Sanierung zunehmend in Angriff zu nehmen. Sicher wünschte der eine, dass dies und jenes schneller käme, aber wir müssen hier sehen, dass eine Stadtsanierung nicht eine Angelegenheit von wenigen Tagen ist oder Monaten, sondern dass das ein Projekt ist, was über Jahre und Jahrzehnte läuft. Und wir müssen auch in Jahren und Jahrzehnten noch zu dem stehen, was wir heute entscheiden. Da mag manch einem das zögerlich erscheinen, aber das Abwägen vieler Kriterien ist eine ganz wichtige Sache. Und man sollte sie nicht unterschätzen. Und ich denke, dass in Jahren abgerechnet werden sollte und nicht nach kurzer Zeit. Und dann muss man sehen, ist dieses Projekt gelungen oder nicht.